die Geografie anschauen. Unser Treffen wird heute in viele Sprachen übersetzt. Für unsere ganze Gemeinschaft, es arbeiten mit uns zusammen unsere Simultan-Dolmetscher, die unser ganzes Treffen in die Sprachen übersetzen, wo unsere Partner zu Hause sind, die sich mit der Entwicklung unseres Projektes beschäftigen werden. Also nochmal, seien Sie gegrüßt. Wir wollen beginnen. Ich sehe ganz viele Städte aus Russland, Belarus, der Ukraine. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin im russischsprachigen Chat, deshalb sehe ich die russischsprachigen Kollegen. Ich begrüße unsere ausländischen Partner. Ich weiß, wir haben Zeitverschiebung, deshalb sage ich guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Aber wichtig ist, dass wir hier alle zusammenkommen und unabhängig von den Grenzen und Rahmen, die es gibt, können wir uns so auf Anhieb können wir uns treffen und wir können einander das sagen, was uns am Herzen liegt. Unsere heutige Präsentation ist gewidmet einem sehr wichtigen und einem sehr nützlichen Moment, einer sehr wichtigen Sache. Weltweit passieren viele Sachen seit über einem Jahr. Es kommt zu Veränderungen. Und wir wissen, dass diese lang andauernde Krise, die noch ungewisse Zeit sich auf uns auswirken wird, schlägt ganz stark auf die Unternehmer, auf die Businesses, insbesondere auf kleine und mittlere Unternehmen. Eine Vielzahl von Menschen haben ihre Unternehmen schließen müssen. Und wenn Sie in so einer schwierigen Situation geraten sind, teilen Sie es bitte mir mit einer 5. Anastasia, Entschuldigung, ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Wir haben Musik im italienischen Chat. Gut, dann warten wir ab. Dann machen wir für eine Sekunde Halt. Wie gesagt, liebe Freunde aus anderen Rooms, setzen Sie bitte eine 5. Schreiben Sie eine 5, wenn diese Veränderungen Sie auch betroffen haben. Diese nicht einfachen Zeiten, die 2020 angefangen haben, dauern leider an. Und selbst der Start mit irgendeinem Business ist unmöglich oder sehr problematisch oder zumindest höchst kompliziert. Die Menschen, die jung genug sind, haben eine Chance, im Internetraum für sich eine Beschäftigung zu finden. Die etwas älteren Menschen, die sozusagen vom alten Schlag sind oder gewohnt sind, das Business vom alten Schlag zu führen. Ja, ich bekomme die Mitteilung, dass im italienischen Raum alles wieder gut ist. Dann setzen wir die Arbeit fort. Also, es ist bei weitem nicht einfach. Lasst uns anschauen in allen Chats, in allen Rooms, wie viele Menschen die Pandemie im Hinblick auf ihr Business betroffen hat. Entweder hat man ihn gekündigt oder ihr Geschäft hat sehr stark gelitten. Nach offiziellen Statistiken wurden über 2 Milliarden Menschen direkt oder indirekt betroffen von der Pandemie, entweder in Form der Online-Beschäftigung, also der Homeoffice oder Kündigung oder Kürzung des Gehalts. Am stärksten betroffen waren natürlich die Unternehmer, die sogenannten IHGs. Und die aktuell nicht einfache Situation sucht natürlich nach Lösungen. Wir haben hier in unserer Gemeinschaft eine neue Lösung gefunden, nämlich eine digitale Plattform. Entschuldigung, wieder ein Problem aus dem italienischen Raum. Da wird die Musik immer noch vorgeführt. Dann wollen wir vielleicht unsere technischen Kollegen bitten, dass sie versuchen, den Fehler zu beheben. Gut, lasst uns abwarten, bis wir dann die Situation der Besserung haben. Also ich bitte die technischen Kollegen, die Frage zu lösen.
Gut, wie ist diese Zeit bei Ihnen verlaufen seit Beginn der Pandemie? Was hat sich verbessert oder verschlechtert für Ihre Verhältnisse im Business? Was gibt es an Veränderungen in Ihrem Land? Kommt es vielleicht zu neuen Schwerpunkten, ob neue Horizonte sich eröffnen für die Businesses? Natürlich, eine Modernisierung bzw. Robotisierung schreitet auch voran. Ich habe im Internet mittlerweile viele Rückmeldungen gesehen von Unternehmern, die sich darüber beklagen, dass das Business nicht mehr läuft wie gewohnt. Also eine Art, ich habe viele Memes gesehen im Internet, dass man spaßhalber Grabstein über dem eigenen Geschäft aufbauen lässt. Aber nichtsdestotrotz ist jede Krise ein Ausgangspunkt für die Lösung, für die Entwicklung. Und wir warten ab, bis wir im italienischen Raum ordentlich, bis wir also ordentlich Kontakt bekommen. Also es wird immer noch nicht auf YouTube übertragen. Deshalb werden wir dann später vielleicht die Aufnahme in besserer Variante durchgeben. Ich bitte um Unterbrechung. Entschuldigung, haben wir irgendwo Organisatoren in welchem Raum auch immer, damit wir die Situation verbessern können? Denn im italienischen Raum haben wir die Übersetzung dessen, was Anastasia was Anastasia jetzt sagt, und die Aufnahme dessen, was wir vor 10 Minuten übersetzt haben. Also der Ton überschneidet sich. Naja, da sehen Sie, es sind Plus- und Minuspunkte von einer Begegnung online. Einerseits haben wir nach wie vor die Möglichkeit, voneinander zu hören, aber technisch gesehen funktioniert das nicht immer einwandfrei. Ich habe jetzt vom Techniker die Info bekommen, dass das Problem bald behoben werden muss. So, die Übertragung läuft. Vielleicht über einen anderen Raum. Okay. Schreiben Sie bitte im Chat, wie das bei Ihnen ausgesehen hat. Wie haben Sie das Ganze überstanden im Sinne des Business? Vielleicht haben Sie das Business verloren oder wie auch immer. Und was haben Sie gemacht? Was haben Sie unternommen? Viele sind umgestiegen auf Online-Basis. Das war eine hervorragende Lösung, denn online sind jetzt alle, denn die Menschen mussten verzichten auf Besuche von gastronomischen Betrieben zum Beispiel. Man geht auch nicht mehr so häufig in Büros. Man sitzt zu Hause. Das Leben funktioniert jetzt fast nur mit unseren Gadgets und Devices. Solange man in Verbindung mit Freunden und Nächsten ist, funktioniert alles gut. Sobald man das Smartphone an die Seite schiebt, bekommt man das Gefühl, es ist was los, es ist was passiert. Und das ist auch normal, denn wir sind jetzt in eine Situation geraten, wo wir ohne Devices gar nicht mehr kommunizieren können, was wir noch vor einigen Jahrzehnten durchaus gut meisterten. Unsere Partner schreiben, dass einige Unternehmer schließen mussten während der Pandemie. Manche haben ihre Geschäfte wieder eröffnet. Und es gibt keine Sicherheit, dass sowas nie mehr vorkommt. Also wir wollen jetzt nicht an etwas Schlechtes denken, an irgendwelche zweite, dritte und so weiter Welle, aber es kann alles vorkommen im Business und wir kennen jede Menge von Beispielen. Wir wissen jede Menge von Beispielen, wo Menschen, die einen gigantischen Lebensweg gemacht haben im Verlaufe von Jahrzehnten, dann plötzlich mit Schwierigkeiten, großen Schwierigkeiten konfrontiert wurden. Und die Menschen, die sich gewöhnt haben an die traditionelle
Art und Weise, Geschäfte zu führen, gar nicht wussten, womit sie später anfangen können. Und wir möchten alle dazu auffordern, nach neuen Möglichkeiten, selbst beim eigenen Business zu suchen. Ich sage immer, egal womit sie sich beschäftigen, müssen sie in ihrem Kopf die Vision einer eines Trainiergerätes zu haben, zu halten. Egal, was sie machen, ist ja wie ein Laufband. Sobald sie aufhören, sich zu bewegen, werden sie nach hinten transportiert, auch wenn sie jetzt der Meinung wären, dass sie irgendwo ganz, ganz oben sind. Sobald sie in ihrer Entwicklung zurückbleiben, verlieren sie. Das habe ich in meinem Leben deutlich verstanden. Ich möchte nun alle willkommen heißen. Ich hoffe, dass man gut sieht und hört in allen Rooms. Wir übertragen jetzt auf YouTube und wenn Sie diese Übertragung jemandem der Freunde senden können, dann können Sie den entsprechenden Link aus dem Chat nehmen und den transferieren dorthin, wo sie gebraucht wird. Also die direkte Übertragung erfolgt nur im Russischen. Die Aufnahmen werden auch in allen anderen Sprachen vorgenommen. Gut, liebe Freunde, nochmals. Unsere digitale Plattform wurde ins Leben gerufen für kleinere und mittlere Unternehmen, für diese, für alle Unternehmer nicht einfache Zeit. Diese Plattform gewährt die Möglichkeit, Kunden und Unternehmer zu vereinen, untereinander zu verbinden. Das gilt sowohl für große Einkaufsmöglichkeiten als auch für kleine Unternehmen. Nun wollen wir die nächste Seite aufmachen und wir wollen die Menschen kennenlernen, die mich vielleicht noch nicht kennen. Mein Name ist Anastasia Jaguschinska. Ich bin Vizepräsidentin im Partnerprogramm EvoReach in der Gemeinschaft NWF. Ich bin Ambassador von EvoReach in Russland. Außerdem bin ich Leiterin des Projektes MLCI. Das ist das nächste Produkt juristischer Polis, das wir demnächst starten. Ich habe noch eine kreative Komponente. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der Psychologie. Ich bin Expertin im Network Marketing. Ich bin Investitionsberaterin und Expertin für Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte eigene Krypto-Businesses und ich kann ganz gut hier berichten, was mit dem Business passiert, wenn man eine Weile davon Abstand nimmt. Wenn du nicht im Lande bist, kann dein Geschäftsführer in deinem Namen alles tun und wenn du nicht die Kontrolle darüber hast, kannst du vieles verlieren. Also es gibt kein Feedback, zumindest. Schreiben Sie bitte ein Pluszeichen, wer mit sowas schon konfrontiert wurde und genau weiß, wie der Feedback funktioniert. In verschiedensten Unternehmen, Gastronomiebereich, Hotels und so weiter und so fort. Es gibt ja die berühmten Beschwerdebücher. Wenn jemand darin schon was geschrieben hat, schreiben Sie auch ein Pluszeichen. Es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die etwas dafür unternehmen, dass die Einrichtung, die sie besuchen, besser wird. Als Leiter eines Geschäfts kann ich sagen, für uns, für Eigentümer, ist es sehr wichtig, dass man Feedback bekommt. Als ich in meinem Restaurant war, ich hatte ein Restaurant, war das Erste, was ich in die Hand nahm, das Beschwerdebuch. Denn das war die einzige Möglichkeit, zu erfahren, wie zufrieden Menschen mit dem Service waren, was nicht stimmte. Denn als ich mein Personal fragte, hieß es immer, alles bestens, alles bestens. Man hat schon
etliche Situationen gekannt, wo es zu Konflikten kam. Man versuchte, diese Konfliktsituation zu schlichten, wie auch immer. Aber der Eigentümer ist ja natürlich am besten dafür da, um sowas zu erledigen. Es gibt Situationen, wo man auch gute Worte über die Arbeit der Mitarbeiter liest. Also ich werde heute die Präsentation machen als Mensch, der seinerzeit eine Regionalvertretung einer großen Firma hatte, ein Gastronomiebetrieb. Ich hatte mal ein kleines Kettenunternehmen mit ungefähr 15 Vertriebsstellen und so weiter und so weiter. Also wollen wir zu der nächsten Folie übergehen und wollen wir besprechen, wie Kunden sich empfinden, wenn sie die eine oder die andere Dienstleistung in Anspruch nehmen, indem sie uns als Kunden besuchen. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Geschäftsmann oder eine Geschäftsfrau und Sie haben ein Unternehmen. Was will man in erster Linie? In erster Linie will man, dass Ihr Kunde immer zufrieden ist, dass der kommt, dass er die Dienstleistung in Anspruch nimmt oder irgendeine Ware und dass er sich bei Ihnen bedankt und sagt, ja, ich komme immer wieder hier vorbei. Als ich persönlich in meinem Restaurant mich aufhielt, waren alle Kunden fast ausnahmslos zufrieden. Denn ich habe jeden Kunden gefragt, ja, wie hat es Ihnen gefallen? Was wünschten Sie sich noch? Vielleicht dies oder jenes. Wenn Sie nächstes Mal bei uns vorbeischauen, machen wir für Sie ein Sonderangebot. Liebe Freunde, etwas später habe ich für Sie ganz hervorragende Neuigkeiten. Also ich werde Ihnen darüber berichten, was sich bei uns momentan abspielt. Wir sind jetzt im Prozess der wichtigen Veränderung. Ich werde bald die Karten aufmachen und Ihnen die Neuigkeiten preisgeben. Also der Kunde verlässt Sie glücklich, absolut zufrieden. Welchen Feedback bekommen Sie danach? Ein zufriedener Kunde wird nicht schweigen. Also wenn der Mensch erfüllt von Emotionen ist, also wir sprechen jetzt nicht unbedingt von verschiedenen Persönlichkeitstypen. Es gibt welche, die ganz gerne viele Dinge mit Schweigen umgehen. Aber auch Männer geben guten Feedback. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass neue Kunden zu Ihnen kommen, seine Freunde, Bekannte, die von ihm erfahren, dass ihr Betrieb gute Bedienung hat und so weiter und so fort. Wie gesagt, die Angestellten können nicht die Ladung transferieren, die sie in ihrem Herzen sozusagen tragen an ihre Kunden. Also sie können das allenfalls nicht so gut machen, wie sie das machen. Es sei denn, die Mitarbeiter sind auch sehr gut motiviert. Es kommt häufig vor, dass das Personalproblem bei vielem in vieler Hinsicht ein Problem darstellen. Also dass die Menschen nicht zu 100% nicht zu 100% funktioniert. Also man tut nur so, dass man Stunden abarbeitet ist. Man arbeitet nicht für sich, man arbeitet für jemanden. Es ist wichtig, dass auch Verkäufer oder Kellner qualitativ besser arbeiten, zu großen Profis werden. Aber nicht häufig gibt es Situationen, wo man nicht so gut arbeitet. Die Situation, wo Sie unglückliche Kunden bekommen, diese Situation erzeugt weitere Unzufriedenheiten zukünftig. Wenn Sie Feedback bekommen im Beschwerdebuch, dass etwas schiefgelaufen ist, ist es eine total gute Situation für Sie. Dann können Sie dagegen wirken. Sie können Maßnahmen treffen, um die Situation zu verbessern. Es gibt Statistik, die zeigt, dass ein unzufriedener Kunde minus 28 Kunden bedeutet, die hätten Sie besuchen können. Denn er wird sagen, ach, das solltet ihr auf keinen Fall machen. Es war
so stark gesalzen oder überhaupt nicht gesalzen und man hat sich gar nicht unschuldig und so weiter und so fort. Also Sie wissen, in guten Restaurants, wenn etwas schief gelaufen ist mit dem Gericht, bekommen Sie noch zusätzlich Nachtisch oder Sie bekommen einen kostenlosen Ersatz, damit Sie zufriedengestellt nach Hause gehen und niemanden über die eventuelle, über den eventuellen Fehler erzählen. Um beste Lösung zu bekommen, bieten wir Ihnen das Instrument für die Kommunikation mit dem Kunden, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit dem Kunden weiter in Kontakt zu bleiben. Und wir sehen das auf der neuen Seite. Was gibt uns Eugene Business? Die Fragen, die entstehen bei jedem Unternehmer, werden hier optimiert. Wir geben jedem Unternehmer die Chance, kreativ zu arbeiten, ohne an Kleinigkeiten denken zu müssen, wie zum Beispiel Ausgaben für Werbung. Wir wissen, dass 20% oder mehr am Anfang für Werbung, vom Umsatz für Werbung ausgegeben werden. Wie können wir beurteilen, wie können wir feststellen, wie effizient die Werbung war? Wir können nur punktuell messen. Wir können nicht immer feststellen, dank welchem Medium die Menschen in unserem Restaurant auftreten, eintanzen. Die Werbekosten sind manchmal zu hoch, aber viele Unternehmen dürfen sie nicht reduzieren und müssen von Anfang an finanztechnisch leiden. Unsere Applikation Eugene Business gibt die Möglichkeit, Werbekosten zu reduzieren, denn selbst unter dem Dach unserer Applikation können Sie Werbebotschaften senden für Ihre Kunden, ohne zusätzliche Bezahlung. Ihre konstanten Kunden, Stammkunden werden eine Erinnerung an Sie bekommen in der Applikation. Aha, das ist mein Lieblingsrestaurant, meine Lieblingsgaststätte, da wartet man auf sich. Und dank unserer Applikation werden Sie mehr Einkäufe erleben und auch Ihre Kundenbasis wird ansteigen. Jedes Business ist eine Art lebendiger Körper, der vom guten Verhältnis, von guter Beziehung lebt zwischen Kunde und Anbieter. Das kann man durchaus so sehen. Das kann man einwandfrei mit den Beziehungen zwischen Menschen vergleichen. Wenn wir jemandem Aufmerksamkeit schenken, irgendwelche kleine Geschenke, dann erleben wir alle meistens von den Menschen auch viel mehr Loyalität, viel mehr Freude. Denn das sorgt schließlich für gute Emotionen. Und derselbe Effekt wird erzeugt, wenn Sie im Kontakt mit dem Kunden bleiben. Und über die Applikation lässt sich das ganz gut machen. Es entsteht so ein gegenseitiges Verhältnis, wo Sie sehen können, wie sich der Kunde verhält. Sie können über die Applikation dem Menschen das geben, was er sich zu dem Zeitpunkt gewünscht hätte. Also Sie machen ein Angebot up to date. Unsere Applikation hat die Möglichkeit, weltweit Zugang zu ermöglichen. Wenn Ihr Kunde irgendwo auf Reise ist, behält er den Zugang zu der Applikation, zu den Einrichtungen, zu den Unternehmen, die es gibt in unserem Ökosystem. Und Sie können Ihre Dienstleistungen auch weltweit anbieten. Und die Qualität der Bedienung lässt sich auch verbessern in unserer Applikation. Es wird vollkommen verständlich, wie man das organisiert, wie man das macht. Denn auch in der App können Sie alles unter Kontrolle halten, was für Ihre Kunden von Wichtigkeit ist. Nächste Folie, Kooperation mit Kunden. Wie können Sie mit Kunden
Zusammenarbeit. Sie können Feedback bekommen, Sie können Kunden anschreiben, Sie können die fragen, wie es Ihnen gefallen hat. Sie können Feedback bekommen hinsichtlich der Qualität der erbrachten Leistungen. Sie können zum Beispiel ein Menü hier setzen, online. Also Sie können Ihr Business in den Online-Modus stellen, und zwar per Mausklick. Sie bekommen einen Online-Shop, ohne dass Sie irgendwelche Einschränkungen haben. Haben Sie ein großes Geschäft mit ganz vielen Artikeln, können Sie diese ständig aktualisieren. Sie können das Menü immer aktualisieren, erweitern und so weiter und so fort. Als Eigentümerin des Restaurants kann ich mich an einer Story erzählen. Ich hatte einen ganz erstklassigen Chefkoch, der hat immer neue Gerichte angeboten. Und das war ziemlich oft, und wir mussten das Menü immer neu drucken, die Speisekarte immer neu drucken. Und das war eine ziemlich aufwendige Geschichte. Fotos, qualitativ hochwertige Fotos machen, Druckkosten und. Und hier ist alles ganz einfach. Sie geben das einfach ein in die Applikation, Speisekarte, Preise, und Sie können gleich Aufträge entgegennehmen. Es ist alles einfach. In unserer Welt muss alles per Mausklick oder per Klick möglich sein. Und in diese Richtung gehen wir. Das nächste ist die Digitalisierung der Kundendatenbank und die Erhebung von statistischen Angaben. Ich habe immer danach gestrebt, festzustellen, wie viele Menschen uns tagtäglich besuchen. Ja, es ist ja nicht so, dass man wie am Flughafen mit einem speziellen Zähler feststellt. Das ist die Automatisierung. Vieles ist schon digitalisiert, aber natürlich lange nicht alles. Und mit dieser Applikation lässt sich das am besten machen. Hier haben Sie die Situation, der Kunde ist da, er hat bezahlt. Natürlich, klar, man kann etliches anhand der Kassenzettel feststellen. Aber Sie haben noch andere Situationen. Sie müssen noch bewerten, wie die Mitarbeiter die Kunden bedient haben und. Mit der App können Sie absolut Kontrolle behalten über die Situation. Aus egal welcher Entfernung können Sie sehen, wie viele Kunden bei Ihnen heute waren, wie was Sie bestellt haben. Sie können auch die Bewertung vom Kunden sehen, den Dienstleistungen gegenüber, was man bezahlt hat, wie die Online-Bezahlung, wie die Quote der Online-Bezahlung ausgefallen ist und. Und daraus ergibt sich auch das Thema der Motivation, der Motiviertheit der Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter wird interessiert sein, den zufriedenen Kunden nach Hause zu verabschieden. Denn es ist auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Schulung bei Bedarf und. Also alles innerhalb der App, die Weiterqualifizierung für die Mitarbeiter. Selbst wenn Sie einen Neuling einstellen, können Sie immer begleiten, können Sie beobachten, wie er beruflich, fachlich sich profiliert, sich qualifiziert innerhalb Ihres Unternehmens. Wir haben auch flexible Marketing-Einstellungen. Das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo Sie ein besonderes Angebot machen können für Ihre Kunden, für Ihre Gäste. Wobei ausschließlich gezielt diese Angebote geschickt werden. Also Sie haben den Namen Ihres Kunden, Sie schreiben das Angebot, und dieses Angebot wird mit der persönlichen Anrede ergänzt. Und das ist das, was wir in der
schnell sich verändernden Welt so heiß begehren. Also man will die persönliche Anrede haben. Setzen Sie bitte ein Pluszeichen, wenn Sie es für angenehm halten, wenn die Werbebotschaft mit Ihrem Namen beginnt. Also dass man nicht an irgendwas und irgendjemand schreibt, sondern dass einer sich persönlich angesprochen fühlt. Nur für Sie, weil Sie bei uns gestern zu Gast waren. Wir haben festgestellt, dies und jenes hat Ihnen besonders gut gefallen und wir machen Ihnen gerne das Angebot heute mit Rabatt und so weiter und so fort. Der Kunde wird immer loyal sein. Ja, wollen wir weiter fahren? Die funktionale Ausstattung von Eugen. Die Merkmale sind sehr mannigfaltig. Sie wissen, dass die Applikation, die der Kunde herunterladen kann, kostenfrei ist. Also die Applikation wird heruntergeladen, man fängt an, davon Gebrauch zu machen und diese Applikation verspricht zusätzliche Vorteile. Wir haben hier eine Art Bonusprogramm. Wir haben heute eine Präsentation, wir sprechen über das Allgemeine, aber am Freitag um 19 Uhr berichten wir noch über die Bonuszahlungen und das werden wir dort am Freitag detaillierter besprechen. Wenn der Mensch irgendeine Dienstleistung in Anspruch nimmt, steht ihm die Möglichkeit zu, noch zusätzliche Boni zu erhalten. Weitere Freunde, weitere Boni. Es ist möglich, dass man hier unterschiedliche Online-Bestellungen platziert. Die Kommunikation, die Sorge um den Menschen, um die Kunden, das ist äußerst wichtig für jedes Unternehmen. Und das ist das, was wir sehr häufig vernachlässigen, wenn wir mit anderen Problemen des Business betraut sind. Man tendiert oft dazu, dass man diese Sachen einfach aus dem Auge verliert, wenn man in den Alltag eintaucht. Also das kann man ganz leicht machen über unsere Applikation. Man kümmert sich so besser um den Kunden. Man schenkt dem Kunden mehr Aufmerksamkeit, mehr Achtung. Und so kann man Feedback bekommen und Feedback geben. Und ein weiterer Pluspunkt ist der sogenannte Cross-Marketing. Es ist eine einzigartige Geschichte. Ich bin davon einfach fasziniert. In jedem Business haben wir natürlich Wettbewerb. Und jeder Wettbewerber will besser sein als die Kollegen, sozusagen, als die Wettbewerber. Wir wollen mehr Freunde, mehr Kunden, mehr Käufer haben. Und hier können wir Kontakte herstellen zu den Unternehmen in unserem Ökosystem. So können wir einander natürlich am besten ergänzen. Wir können so unsere Kundendatenbank wenn Sie also so, wir können Nachfrage ein bisschen regeln nach unserer Applikation. Weitere Menschen, die sich unseren Angeboten anschließen, wir können also alles optimieren. So kommt es, dass alle Möglichkeiten haben, Sonderangebote miteinander auszutauschen. Was passiert hier? Ihre Kunden werden immer Ihre Kunden bleiben. Sie können weiterhin Boni und Pluspunkte bekommen, selbst wenn Ihr Kunde irgendwo anders einkauft. Egal wo. Sie werden also überall
von jedem Einkauf dieses Kunden, egal wo, bekommen. Innerhalb unseres Ökosystems, selbst wenn das in einem anderen Land der Fall ist. Wenn jemand irgendwo im Ausland einkauft oder essen geht, bekommen sie zusätzliche Boni von seinen Einkäufen. Also daraus ergibt sich einfach Vorteil für alle. Sie können schon sehen, welche Vorteile sich ergeben für diejenigen, die größere Geschäfte unterhalten, größere Einkaufszentren. Das möchte ich nochmal verdeutlichen. Also angenommen, als Beispiel, eine Einkaufsstätte, eine Einkaufseinrichtung. Und es kommt zu dem Zeitpunkt, wo man also Eigentümer eines einer größeren Immobilie vermietet diese Fläche an viele Unternehmer, die plötzlich in Schwierigkeiten geraten sind. Also man bekommt Probleme mit den Mietern. Aber wie kann man aus der Situation herauskommen? Also man versucht, online zu gehen. Für den Vermieter wäre eine gute Lösung eben der Anschluss an unser System. Unsere Plattform wäre dann der virtuelle, das wäre der virtuelle Zugang zu dem Business der Mieter. Also der erste der weitere Kunden in unser System einbezieht, bekommt immer zusätzliche Boni. Das wird ein mehr oder weniger garantierter Verdienst sein. Also sowohl Cross-Marketing als auch Möglichkeiten, unsere Applikation bei großen Einkaufsketten einzusetzen, ist einfach einzigartig. Angenommen, Sie haben irgendeinen Freund, er besitzt eine Immobilie, wo 100 kleinere Kiosks untergebracht sind. Sie können sich vorstellen, wie viel er in einem Monat bekommen kann, wenn er Boni für jeden Einkauf seiner Kunden bekommt. Und weitere Vorteile sind Boni aus dem Loyalitätsprogramm. Wir haben uns alle sehr daran gewöhnt. Das sind sehr bequeme, sehr gute Instrumente. Viele haben sich daran gewöhnt, dass wir Loyalitätsprogramme einsetzen. Auch hier ist es der Fall. Wir können mit der großen Kundendatenbank noch mehr Menschen einbeziehen mit Hilfe von Cashback. Aktionen, die sich bieten für die Menschen, die dort oder dort was einkaufen. Wollen wir weitergehen? Marketinginstrumente mit für die Bearbeitung der Kunden, des Kundenstamms. Hier gibt es einige Varianten, die Sie einsetzen können. Wie sieht das aus? Sie haben gesehen, Stories in Instagram. Sowas gibt es auch hier. So können Sie Ihre Kunden über Sonderangebote informieren. So können Sie angenehme Boni an die Kunden schenken. Und so verdienen Sie hier Begrüßungspunkte und Sie helfen auch Ihren Kunden dabei, Begrüßungspunkte zu sammeln. Für jeden ergibt sich ein Vorteil. Sie bekommen ein passives Einkommen von Ihren ständigen Kunden. Abgesehen davon, dass der Kunde unsere Applikation kostenlos benutzt, kann er sich die Möglichkeit sichern, erhöhte Rabatte zu bekommen, wenn das entsprechende Abonnement für ein Jahr oder für einen Monat gekauft wird. Also daraus ergibt sich ein größerer Rabatt, mehr Cashback und so werden noch weitere Kunden gepflegt. Dank den Push-Mitteilungen werden alle Ihre Kunden darüber informiert, was sich in Ihrem Betrieb abspielt. Irgendwelche Aktionen oder
irgendwelche Rabatte oder irgendwelche Eröffnung eines neuen Geschäfts, neue Waren kommen und so weiter und so weiter. Eine Vielzahl von Menschen erfahren über ihre Aktien, über ihre Aktionen mit Push-Mitteilungen. Statt Kunde können Sie sagen Verbraucher. Es gibt unterschiedliche Business. Manchmal sagt man Gast in der Gastronomie überwiegend oder in einem Hotelbetrieb spricht man vor allem Gast. Wenn der Mensch irgendwo etwas einkauft, ist er eher Kunde, Käufer. Also der Name ist unterschiedlich. Als ich einen Laden unterhielt, dann hatte ich ein Restaurant und ich sagte immer zu meinen Kunden, Kunden, und man hat mich immer korrigiert, verbessert, es ist keine Kunden, es sind Gäste. Also hier kann man von jeder Terminologie Gebrauch machen. Für jeden Unternehmer eignen sich die spezifischen Vokabeln, die für sein Business charakteristisch sind. So, die nächste Seite. Wie funktioniert Eugene? Hier ist alles einfach, sehr intuitiv verständlich. Es ist die Zeit, wir wissen, dass mit dem, wo alles per Klick möglich ist, der Kunde lädt die Applikation hier runter und registriert sich. Der Kunde zeigt beim Besuch des jeweiligen Unternehmens den Code vor. Der Kassierer scannt den Code mit der Anwendung, mit der Applikation oder gibt ihn manuell ein. Nach dem Einscannen erhält der Kassierer die Information, wie viele Bonuspunkte der Kunde hat oder wie hoch sein Rabatt- oder Cashback-Prozentsatz ist. Darüber hinaus erfährt der Kassierer über die vorhandenen Bonuspunkte, meinetwegen der Kunde zu seinem Geburtstag bekommt irgendeinen zusätzlichen Prozentpunkt und so weiter und so fort. Und nach diesem Scannen liegen dem Kassierer alle notwendigen Informationen vor und er weiß, wovon er mit diesem Kunden spricht. Dann bekommt der Kassierer die entsprechende Bezahlung, wenn daran die Karte gebunden ist, kann alles über das Terminal bezahlt werden. So verringert sich die Zahl der zur Verfügung stehenden Boni. Cashback wird abgeschrieben. Alles erfolgt vollautomatisch. Danach erhält der Kunde zusätzliche Boni und bewertet die Qualität der Bedienung. Es können zusätzliche Empfehlungen formuliert werden, Vorschläge und so weiter und so fort. Das ist der Zeitpunkt, wo wir sozusagen im altgewohnten Leben Beschwerden oder Empfehlungen aussprechen. Und hier kann der Kunde nachweisen bzw. ausweisen, was Gutes er bekommen hat in ihrer Einrichtung. So sieht das aus, wenn Sie Zugang zu unserem Ökosystem bekommen. Jeder Mensch, der diese Applikation als Kunde herunterlädt, als Nutzer, wird besondere Vorteile erhalten. Es besteht die Möglichkeit, dass man gemeinsam ein Business aufbaut. Unsere Applikation für Unternehmer ist eine Tasse, kostet wie eine Tasse Kaffee am Tag. Die Kosten für ein Unternehmen sind natürlich nicht hoch, insbesondere wenn man sie vergleicht mit den Werbeausgaben. Jede Modernisierung in einem großen Unternehmen wird angesehen als Kostenfaktor, aber dank dem günstigen Preis unserer Applikation kann jeder Unternehmer sich für uns entscheiden, denn der Preis für unser Angebot ist ganz gering. Wie gesagt, die eine Tasse Kaffee am Tag und man hat so viele Vorteile, man hat so viele Möglichkeiten für die Verbesserung des Business, für den Aufbau des besseren Kontakts zu dem Kunden. Also das kann man überhaupt nicht
umstreiten. Die Applikation wird Sie von der Routinenarbeit befreien, von der manuellen Pflege des Kundenstamms. Sie können per Mausklick alles korrigieren. Sie können alle Kunden benachrichtigen. Sie können Informationen verbreiten. Wir leben jetzt in der Zeit, wo wir zeitgleich wissen müssen über die Veränderungen. Das, was sich heute abgespielt hat, gestern, ist heute nicht mehr interessant. Die Menschen interessiert das, was hier und jetzt aktuell ist. Wenn Sie Ihren Verbrauchern, Ihren Kunden, Ihren Gästen berichten können, was jetzt in dem Moment sich abspielt, das ist wertvoll. Deshalb sind Online-Schaltungen zu Schaltungen, Instagram und so weiter populär. Sie können besondere Situationen, Feierlichkeiten publik machen. Sie können Ihre Kunden darüber informieren. Und das ist sehr toll. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, liebe Freunde. Ich habe versucht, in Kürze nach Möglichkeit viel Information zu geben, damit Sie verstehen, wie Sie das in Ihrem eigenen Geschäft anwenden können. Natürlich über die Applikation lassen sich Aufträge, Unterbringung, die Bezahlung ist auch möglich. Also Sie können daraus einen Online-Shop machen, wenn Sie Ihren konventionellen Shop zu machen mussten und wenn Sie noch etwas zum Verkauf anbieten wollen, dann können Sie das tun. Und zwar, Sie gründen einen Online-Shop zum Preis einer Tasse Kaffee pro Tag. Und Sie können Ihre Datenbank, Ihren Kundenstamm erweitern, und zwar weltweit. Denn das funktioniert nicht nur in einem Lande, sondern in mehreren Sprachen. Und die gute Nachricht möchte ich Ihnen noch liefern, die ich Ihnen eingangs versprochen habe. Sie wissen, die zweite Etappe der Prüfung hat stattgefunden und ich werde Ihnen die Zahlen verlautbaren, wie viele Menschen die Prüfung bestanden haben für Berechtigung als Promoter der YouGain-Applikation aufzutreten. Eine Sekunde. Also die jüngsten Zahlen. Um 11 Uhr Moskauer Zeit hatten wir Testversuche. Einige oder alle Menschen hatten einige Versuche. Insgesamt 5710 Anläufe, Stand vor 2 Stunden. Partner, die bestanden haben, 3979 Personen. Diejenigen, die den Test bestanden haben, mit 50 und mehr richtige Antworten, 3750. 87 Partner haben bestanden. Wladimir Klonow und Barakina Eleanora haben die höchsten Bewertungen erhalten. Vielen Dank und Gratulation. Sie haben unser Produkt ganz gründlich erlernt, was Ihnen ermöglicht hat, dieses gute Ergebnis zu haben. Ich gratuliere auch allen anderen Partnern, diejenigen, die über 50% richtige Antwort gegeben haben, haben die Möglichkeit, sich unserer Applikation anzuschließen. Bald kommen die Listen nach dem Abschluss der Prüfung. Wir werden alles nochmal publizieren. Es besteht immer noch die Möglichkeit für diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, das zu versuchen. Und ich gratuliere Ihnen. Die Neulinge haben diese Chance nochmal. Und nach 3 Abläufen ist leider die Chance erstmal verpasst, aber das kann man irgendwann vielleicht wieder nachholen. Also wir drücken die Daumen für diejenigen, denen die Prüfung noch bevorsteht und wir bereiten uns vor auf den Start unserer Plattform. Die ganze Welt steht vor uns und sie wartet auf unsere Entscheidung hinsichtlich der
Unternehmensförderung. Ich umarme Sie alle. Ich wünsche allen wunderbare Zeit. Diejenigen, die in Moskau sich befinden, sind herzlich willkommen zu der Präsentation in Moskau City. Und allen anderen wünsche ich alles Liebe und sage auf Wiedersehen. Tschüssi, tschüssi.